Also nicht nur, dass es hier zwei unterschiedliche Zeiten gibt, es gibt auch noch zwei unterschiedliche Gezeiten. Wann kommt die Flut? Wann kommt die Flut? Also eigentlich alles perfekt hier in dieser Welt. So. Genau, wie kamen wir hier eigentlich weiter? Wie soll ich denn... Hä? Wie soll denn das funktionieren? Ich komme doch da gar nicht ran. Also, wenn Flut ist vielleicht... Dann muss ich aber erstmal wieder Flut machen. Genau, in dem Raum war ich ja auch noch nicht bei Flut. Also nicht nur, dass es hier zwei unterschiedliche Zeiten gibt. Es gibt auch noch zwei unterschiedliche Gezeiten. Das klang jetzt irgendwie komisch, aber es ist ja so. Ach, guck mal, hier waren wir doch auch noch nicht. Dann warte, bevor wir Flut machen, gucke ich erstmal, was hier hinten eigentlich los ist. So, bitte sehr. Vielen Dank. Ach, diese verdammten Viecher, ey, die regen mich so auf. Oh, was ich hier noch überall machen und holen soll. Da oben brauche ich einen kleinen... Alter... Ich brauche hier noch drei kleine Schlüssel. Das ist doch unfassbar. Ich komme hier überall nicht durch. Das ist doch ein Witz, echt. Also ich muss erstmal wieder Flut machen. So, habe ich dich blockiert? Du Scheiße. Da oben waren wir ja auch noch nicht. Da, wo der Flutknopf ist. Oh, wie ewig wir jetzt schon in dem Level hängen, das regt mich ein bisschen auf. So, jetzt wollte ich runtergehen. Och, Alter, haut doch einfach ab, bitte. Nerven mich alle so die Gegner in diesem Spiel, in diesem ganzen Scheiß. Hier hat sich ganz genau nichts verändert. Ich kann hier nirgendwo rein in diese verfickten Löcher. Ja, da muss man auch mal ein paar Kraftausdrücke verwenden. Es tut mir ein bisschen leid. Was soll ich jetzt machen? Beziehungsweise, wo kann ich was machen? Ich muss irgendwoher, muss ich drei kleine Schlüssel kriegen. Dieser Ficker. Ist ein bisschen zermürbend. Aber nur ganz leicht. Und dass die immer wieder von Neuem da sind, ey. Oh. Hass. Und so, jetzt kann ich hier wieder weitergehen. Komme ich hier jetzt irgendwo weiter mit dem... Nee, hier geht's nicht weiter. Komme ich irgendwo weiter mit dem Ferntauscher jetzt hier, mit dem Super-Ferntauscher? Hau ab, ey. Hau einfach ab. Hättest du mir nicht mal ein Herz da lassen können, du Scheiße? Einfach die Teile als Scheiße, nur als Scheiße bezeichnen einfach. Das kann ich. Versteht's auch nicht so recht, wie wir da hochkommen sollen. Ach, was frage ich eigentlich? Jetzt sind wir wieder hier. Ach Gott. Wo soll ich denn noch hin, Mensch? Haben wir das eigentlich mittlerweile? Nö. Aber das können wir doch mittlerweile machen eigentlich, oder? Ich raste bald aus, echt. So. Im Prinzip, pass auf. Jetzt habe ich den Topf weggemacht. Den brauche ich natürlich. Mein Gott. Noch komplizierter ging es leider nicht. Sorry auch nochmal von den Entwicklern. So bescheuert. Ich vergesse immer, dass man es ja direkt tauscht. So, ich nehme stark an, dass es jetzt einen kleinen Schlüssel gibt, wo ich nicht weiß, wo man hin tun soll. Oh,
Ach, jetzt willst du mich aber wirklich verarschen. Jetzt geht das nicht mit Flut. Oh, fick. Echt. Ich weiß nicht mal, wo ich hin sollte mit dem kleinen Schlüssel. Und ich kann doch nur auftauchen und nicht abtauchen. Ach so, nee, ich kann doch nur... Es sind nur zwei Stockwerke. Naja. Wir sind ja schon ganz unten. Ich sollte mal schnell... tauschen. Ach Gott, ey. Das ist sehr ätzend. Sehr, 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 sehr ätzend. Kann ich hier nicht irgendwo auftauchen? Das müsste doch eigentlich, hätte doch gehen müssen. Hier irgendwo nicht. Das geht wieder alles nicht mit Flut. Wofür habe ich denn jetzt extra nochmal Flut gemacht? Wieder nur für Scheiße. Kann ich hier oben irgendwas machen? Während der Flut. Was bringt die Flut? Was bringt die Flut? Da wird auch ein kleiner Schlüssel drin sein. Das muss ich ja auch nochmal machen, ey. Ich, Ach so, Moment. Können wir jetzt hier... Hier ging es da auch damals nicht weiter. Ich sage jetzt schon damals, weil es wieder ewig her ist. Ja, genau mit diesem Topf dort. Und das hier geht ja, glaube ich, nur mit Flut, ne? Also sag mir nicht, dass ich jetzt hier nichts machen kann. Ob der kaputt gegangen ist, der Topf? Auf jeden Fall gibt es hier auch wieder die Möglichkeit, zurückzukehren. Bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen hier. Irgendwo, wo wir noch gar nicht waren. Aha. Ja, was soll ich denn jetzt mit dir machen? Dich kann ich, glaube ich, nicht töten. Shit. Was soll ich denn hier jetzt machen? Kann ich dich mitnehmen? Shit. Bla bla bla. Ah ja, vielen Dank. Ach, hier komme ich jetzt raus. Geh mal her, das Herz kann ich gerade ganz gut gebrauchen. Ich krieg's ja auch noch doppelt. Gut, da muss ich hier jetzt auftauchen, definitiv. Hm. Dann muss ich jetzt auf jeden Fall erstmal wieder Ebbe machen. Ging das nicht hier irgendwo? Haut ab. Oh, ich glaube, das ging hier. Sieht so aus. Ja, eigentlich schon. Ihr seid mir alle scheißegal, aber ich sollte euch trotzdem töten für Herzen. Sag mal. Du altes Mistding. Auf den Arsch. Alter. Danke. So. Und wir gehen weiter. Töten alle Raubschleimer, die sich uns in den Weg stellen. Auch alle anderen Atzen hier. Indem wir ihnen auf den Arsch hauen. Irgendwelche schwarzen Ungeheuer. Seasons Reference auf jeden Fall. Hier ist die Fee. Hier ist die Fee. Hier ist die... Wo ist die Fee? Da ist die Fee. Gut. Und tschüss. Ich frage mich ja aber trotzdem, wieso gibt es zweimal Flut und nur einmal Ebbe? Das verstehe ich nicht. Muss ich sagen, das will nicht in meinen Kopf. Weil ich brauche doch beides mindestens gleich oft. Oder ist das nur gemacht, damit ich extra lange hier rumlaufen darf? Das wäre natürlich echt prima. Übel schnaffte wär's von euch. Drüber gejumpt. So. Haut ab. Ich hasse euch alle. Die Frage ist so ein bisschen, wo muss ich jetzt hin? Das ist, glaube ich, falsch hier. Nee, das ist richtig.
Das ist richtig, um an einen weiteren kleinen Schlüssel zu kommen. So, und jetzt wollen wir es nicht gleich wieder verscheißen. Hätte mich einfach nur mal ein bisschen besser... Hier ist ein Ring drin. Oh, ich brauche doch kleine Schlüssel. So. Na toll. Jetzt sind wir wieder hier. Wo muss ich denn jetzt überall noch hin? Alter, noch 5 Kisten. Ich glaube, ihr wollt mich alle verarschen. Wie soll ich denn an die alle rankommen? Ach so, jetzt können wir das hier erstmal machen. Schön. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Hier gibt es 100 pro einen kleinen Schlüssel. Da bin ich fest von überzeugt. Ganz safe. Ganz safe. Puh. Ja. So, wo geht's weiter? Ach. Also, im ersten Stock sind wir jetzt fertig. Wir müssen in den zweiten Stock und dort irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo hin. Weiß ich aber nicht, wie wir da heute hochkommen ohne alles. Aber vermutlich hier hinten irgendwo. Ja, theoretisch hier, ne? Die regt mich so auf, diese Scheiße. Und da sind auch noch so viele von denen in diesem Level. So, diese Treppe dort nehmen wir erstmal wieder. So. Jetzt brauche ich in der Theorie wieder Flut. Und wie komme ich denn darüber? Ich habe keine Ahnung, wie ich darüber kommen soll. Aber offensichtlich waren wir schon mal in diesem Raum und weiß aber nicht, wie wir es gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht so genau, wo diese Löcher hier runtergehen. Ich habe aber jetzt auch keine Lust, mich darunter zu stürzen, weil wir müssen ja nicht mehr runter. Ich brauche offensichtlich jetzt erstmal wieder Flut. Das freut mich natürlich sehr, dass ich jetzt erstmal wieder Flut brauche. Wann kommt die Flut? 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 In ein anderes, neues Leben. Oder so. Weiß ich nicht. Jedes Mal derselbe Schwachsinn hier. Hermann. Hermann the German. Ich weiß nicht, wie ich an die Kiste kommen soll. Ich habe keine Ahnung. Weil so viel ich weiß, geht das ja immer noch nicht. Nee, tut's auch nicht. Weiß nicht, wie ich rankommen soll. Keine Ahnung. Ich kann irgendwie hier rauf, aber was dann? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Toll. Ist immer gut, wenn man keine Ahnung hat. Konnten wir hier jetzt weitermachen eigentlich? Oder was war denn hier hinten? Hier war doch auch noch irgendwas, was ich nicht machen konnte. Ach, da brauchte man, glaube ich, Schlüssel. Aber da kam man doch gar nicht hoch. War das nicht das Problem eigentlich? Dass ich nicht auf die Ebene kam? Ja, richtig. Wie soll ich denn da hinkommen? Gut, da ist logisch, muss ich hoch. Ah, okay. Puh. Anstrengend. Ich brauche ja vor allem noch einen kleinen Schlüssel, den ich nicht habe. Ich weiß aber auch nicht, wo ich ihn herkriegen soll. Wechsel, Wechsel, Wechsel. Aha. Gut, das werde ich jetzt gleich mal machen, weil... Anders macht ja auch das alles keinen Sinn.
Wie viele Feen es hier gibt, ist auch schon wieder ein bisschen erstaunlich. So, was gibt's denn hier drinne? Scheiße. Wo kriege ich den letzten kleinen Schlüssel her? Ich habe keine Ahnung. Und die Frage ist doch eigentlich, ich könnte mir jetzt was vorstellen. Ah. Oder? Nee. Ich höre Wasser reinströmen. Wenn ich nochmal drauf klicke, passiert nichts. Okay, ich könnte jetzt hier abkürzen. Und das kann ich eigentlich auch tun, weil ich komme da unten sowieso nicht weiter. Da oben meine ich. Da kann ich also auch hier hin ganz gut. Weiß ja nicht, ob das jetzt eine andere Flut ausgelöst hat. Dieser Knopf. Oder ob es nicht doch einfach dasselbe ist. Komm, zisch ab. Bitte. 80 Minuten Aufnahme. Wir hängen immer noch in dem Level rum. Hey, Freunde. Wir werden auf jeden Fall mehr als 69 folgen, kann ich euch versprechen. Aber dafür kommen wir bei Oracle of Seasons eventuell nochmal welche dazu. So, wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich jetzt hier rein? Was war hier eigentlich? Weiß ich nicht. So, wo muss ich denn hin? Ich muss nach links, nach unten, nach rechts. Nee, nochmal nach links, du Idiot. So, was war denn hier hinten? Irgendwas Komisches. Wo ich aber von der Seite auch nichts machen kann. Ach, das ist so ätzend. Was? Wie komm? Wie komme ich da hin? Ich kann den dann wohl kaum hier benutzen. Nee. Geht der eigentlich schräg? Offensichtlich nicht. Nee, hier komme ich auch nicht durch. Freunde, das ist großer Mist jetzt, weil ich keine Ahnung habe, wie wir hier weiterverfahren sollen. Du verkacktes Scheißvieh! Geht's wieder nicht weiter ohne... Keine Ahnung, was ich machen soll. Oder wie ich es anstellen soll, dass ich in die Räume reinkomme. Weiß ich nicht, vielleicht stelle ich mich auch gerade ein bisschen an, aber... Weil ich kann hier wohl kaum irgendwas tauschen. Und ich weiß nicht, von der anderen Seite müsste es eine Treppe geben, weiß ich nicht, wo die ist. Ich weiß eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wie es alles funktioniert hier. Ich sag mal, gut, wir könnten uns jetzt mal hier auf der Ebene bewegen. Das ist aber auch nicht unbedingt das Ziel. Ach Leute, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie wir an die Kiste da oben, da braucht man einen Schlüssel. Die Kiste unten, da habe ich keine Ahnung, wie wir rankommen. Weil... Was ist denn das für eine eigentlich? Aber da kam ich doch nicht ran. Ich kam aus unerfindlichen Gründen nicht ran. Und an die, da weiß ich auch nicht, wie ich rankommen soll. Das ist doch echt arschlos. Wie lang der Level dauert. Siehst du, das geht nämlich gar nicht bei der Ecke. So, kann ich hier irgendwo... Nein. Komme ich hier irgendwo drauf? Ja. Aber ich weiß nicht wie. Und was ist das da drüben? Wieso komme ich hier nicht hin?
Das ist alles ganz, ganz, ganz merkwürdig hier. Ah, wo führte denn die Treppe hin? Das war die zum Zwischengegner. Das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Jetzt bin ich wieder hier. Bringt es mir das irgendwie? Nein. Hallo. Lohnt sich ja auch richtig die Abkürzung über den Zwischengegner. Also total. Pff. Was ist denn los? Das ist hier. Komme ich hier drüben weiter? Ja. Aber bestimmt wieder nur mit Schieben, ne? Ach so, nee, das war das. Toll. Habe ich ja jetzt eine super... Etwas demotivierend, aber nur ganz leicht. Gut, jetzt kann ich hier rein. Oh, hier war ich doch eben schon. Och, das ist doch schon wieder so beschissen alles hier, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Echt. Das Spiel gibt immer ungefähr null Hinweise. Und wenn ich es jetzt irgendwie alles selber durchschauen soll, kann es ja auch nicht so wirklich sein. Also ich brauche noch einen kleinen Schlüssel. Und den Endgegner-Schlüssel habe ich auch noch nicht. Also eigentlich alles perfekt hier in dieser Welt. Fick der Scheiße! Jetzt mal wieder hier. Aber hier haben wir doch nur abgeräumt schon. Ach, das geht wieder nicht. Ja, dann kick mich zurück. Und sei am besten wieder da. Hat total gebracht jetzt. Hier kann ich wieder nur auftauchen. Jetzt bin ich wieder hier, wo ich wieder nicht weiß, was ich tun soll hier drüben. Ach, leck mich am Arsch, wirklich. Ich hab keine Ahnung. Und ich glaube, dass ich das auch schon mal gemacht habe hier. Beziehungsweise, das bringt's vermutlich gar nicht. Ey, kam da gerade ein Geräusch von wegen, stimmt nicht? Wie zum Teufel soll ich eigentlich hier rankommen? Diese Flammen nerven mich zum Glück auch überhaupt nicht. Leute, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen, wie es weitergeht, was wir tun sollen. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sollen wir auch noch da ran und diese goldene Insel schwebt nur in der Luft. Also... Echt... Keinen blassen Dunst. Weil das bringt es ja jetzt auch nicht, was ich jetzt hier geschafft habe. Das ist sinnlos. Nee, also bevor ich jetzt hier noch mehr Zeit damit verschwende, nicht zu wissen, was ich tun soll, werde ich mich lieber nochmal informieren an gesonderter Stelle und würde dann für heute auch mal wieder wirklich aufhören. Es ist schon 12:30, ey, Mist. Mist. Das ist ja Mist. Wo ging es hier eigentlich hin? Aha. Gut. Das werde ich mir vermutlich nicht gemerkt haben bis zum nächsten Mal. Aber gut. Was soll's. Dann gehe ich mal zurück zum Anfang. Ungefähr hier so hin. Und, ich gehe auch wieder rein. Level 7 Jabu Jabus Bauch. Sollte man am besten zerschlitzen. Und ich wünsche euch alles Gute. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und beenden diesen Level dann auch nach über 2 Stunden dürften es ja schon sein. Gott, oh Gott. Also, haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Timmy von The Movie. Am besten so. Bis denn. Tschüss.